Guten Tag, herzlich willkommen bei mir zu Hause im Garten. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man Nostrano-Gurken aufbinden kann. Und zwar sehen Sie, habe ich hier eine Tomatenspirale genommen. Da ist jetzt eine Gurke schon, die windet sich hoch, weil Gurken auch Ranken machen an den Blattenden. Und hier ist jetzt eine, die muss man aufbinden. Und Sie sehen, die Tomatenspirale, die windet sich und man kann die Gurke einfach ganz langsam und vorsichtig um diese Spirale winden. So, da muss das Blatt noch weg hier. So, und Sie sehen, hier hat sie ganz kleine Ranken, hier wird sie sich auch festhalten, wenn ich dann später das Gerüst mache. Hier sieht man eine kleine Gurke schon, vorne noch der Blütenansatz und hinten schon die kleine Nostrana-Gurke. Genau, hier auch hier rum, die ist voll jetzt schon mit Gurken. Und das ist etwas natürlich, das muss man jetzt alle zwei, drei Tage machen, immer wieder rundherum binden, damit sie sich halten kann. Und irgendwann ist die Gurke zu schwer, weil sie sehr viele Gurken dran hat, dann gibt es dann eine Querverstrebung, das werde ich dann in einem weiteren Schritt zeigen. Bis dann, wünsche ich euch eine gute Zeit, auf Wiedersehen.